Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben es probiert, beziehungsweise ich habe es probiert, am Lavados-Tag einen Lavados-Raid solo zu meistern. Das war natürlich ein bisschen knifflig, es wurde ja schon davon berichtet, dass es möglich wäre, Lavados auch solo zu bezwingen. Dazu musste man sich natürlich eine Arena suchen, die etwas abgelegen war. Bei uns hat das natürlich gut auf den Bismarckturm zugegriffen, weil da oben eh keiner mehr Raids macht oder halt nur ausnahmsweise. Und so war der eigentliche Lavados-Tag schon um, weil es schon nach 14 Uhr war, aber da oben war der Raid immer noch aktiv. Und das Gute, wenn der Lavados-Tag um ist, nach 14 Uhr, wird die Raid-Zeit für den Raid wieder umgeschalten. Weil es ja eigentlich ein 5er-Raid ist und man hat wieder 5 Minuten Zeit statt 3 Minuten, also 300 Sekunden statt 180 Sekunden. Und diese Zeitspanne, die man mehr hat, sollte dann ausreichen mit den entsprechenden Pokémon, dass man Lavados auch solo bezwingen kann. Das Ganze habe ich natürlich mal probiert, hatte mir dann ein 6er-Team Despota erstellt mit Katapult, Steinkante. Habt ihr alle auch ein bisschen, also mindestens auf 3400 gezogen. Wir sind dann da hochgelaufen, das war der letzte Raid, den wir auch in der Gruppe meistern wollten. Ich wollte den kurz dann alleine probieren. Leider, wie man sieht, ist das Videomaterial schon wieder verloren gegangen, beziehungsweise hat erst mitten im Kampf dann gefilmt, weil es zwischendurch rumgespackt hat und ich es nochmal ausmachen musste. Ich habe also nur die restliche Hälfte vom Kampf mit der Kamera festgehalten. Ab da blende ich es dann auch hier ein. Und ja, ob es nun geklappt hat oder nicht, seht ihr gleich. Auf jeden Fall hat alles dagegen gesprochen, denn den ganzen Tag war bedecktes Wetter, dass Stein geboostet war. Also die Despota mit Steinsattacken haben nochmal ordentlich reingeknallt, während Lavados also schwach war. Und genau 14 Uhr hat das Wetter aber auch gewechselt. Und ja, plötzlich war es sonniges Wetter und Feuer-Pokémon waren geboostet. Also Lavados nicht Level 20, sondern sogar Level 25. Ein wettergeboostetes Lavados. Dagegen schwache Despota gestellt, die nicht mehr... Na gut, sie waren noch sehr effektiv, aber die waren nicht mehr geboostet. Und wie das Ganze ausging, könnt ihr natürlich jetzt hier sehen. Also es ist schon gelb, ist schon bei der Hälfte des Ding, obwohl noch 150 Sekunden drauf sind. Also, schaffen wir es nicht. Hier halt mal. Ich setze mich mal neben dich. Das Problem ist, ich müsste jetzt alles schnell heilen hier mit dem Doppelleber. Magst du vielleicht mal die Kamera nehmen und das ein bisschen filmen? Ja, so ist es schön. Ich sehe mich noch ein bisschen nebenbei. 130 Sekunden. Ich will mit der Kamera machen. Zieh durch, nein, es fällt natürlich um. Alle tot. Ja gut, da sind Geowatts drin, die knallen ja auch drauf. Oh, was suchst du denn auf deinen Fuß dahin? Jetzt hab ich langsam. Brauchst du eine Powerbank? Ist ein Bus. Es ist natürlich besser wirklich, wenn du die Despota hast statt die Dinger, aber bis man die jetzt belebt hätte. Jetzt ist schon schaffst du es? Wird ganz eng. Wird, glaub, ganz eng. Also könnten wir doch eigentlich schon reingehen, oder? Wie lange braucht es? 90 Sekunden sind es, gell? Wie lange? 66. Warte mal, wenn es bei 60 ist, macht halt einen Lobby auf. 100 Sekunden. Dann macht halt einen Lobby auf. Kommen alle mal rein. Weil wenn er es nicht schafft. Er hat noch 56 Sekunden, dann kann er bei uns immer noch reinspringen. Ja, vielleicht finde ich übernehmen. Geowatt Signal natürlich nicht ja, so. Wenn er es nicht schafft jetzt. Ja, bei mir ist der Kampf eher aus in 45 dann Sekunden. Dann kannst du gleich bei uns rein. Dann brauchst du nicht extra heilen, das haut doch sowieso alles rein. Boah, genau 178 Münzen, ich kann noch mir ein Pass holen, ey. Ich klicke hier halt für die Stadion haben. Scheiße. Ich kann nicht rein. Wieso? Weil ich nicht reinkomme. Ich kann auf dem Kleinen nicht rein, weil ich keinen Pass habe und kann keinen kaufen, weil ich nur noch 40 Münzen habe und ich kann jetzt auch nicht aufladen. Was denn? Nein.
einfach jetzt auf Kaufen und dann hätte er so... Weil der Beutel voll ist. Nee. Aber es wird nein, dann, ey, macht er nicht. Aber jetzt ganz knapp. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Das war wohl eine Fail der Woche. Bis dann, tschüss. Wie ihr seht, es war wirklich eine sehr knappe Sache. Leider habe ich es nicht geschafft. Aber es hat ja auch alles Go Plus reagiert, wieder mal, die Arena vorm Haus und dreimal geblinkt, bunte Kreise, bunte Farben, wie Smarties, deshalb schön noch ein paar Items mitgenommen. Leider habe ich es also nicht geschafft, den Raid solo zu bezwingen, aber es hat auch alles dagegen gesprochen. Ich meine, die 5 Minuten Zeit war da, abgelegene Arena war da, Despotars waren auch am Start. Nachhinein betrachtet hätte ich mir einfach 2 Teams erstellen sollen, denn ich hatte ja noch ein paar Despotar übrig, auch vom Community-Tag mit Katapult und Steinkante. Hätte ich also 2 Teams erstellt, die permanent draufhauen mit Katapult, Steinkante, weil das eine ist ja sowieso tot gewesen. Und dann bin ich einfach nochmal rein mit dem, was da war, was dann leider nur noch Geowatts war, die aber nicht annähernd so stark sind natürlich wie Despotar mit Katapult, Steinkante. Und das hat natürlich das auch ein bisschen, sag ich mal, verkackt. Denn hätte ich da mit 12 Despotar angegriffen oder zumindest mit 9, weil 3 Stück hätten dann rausgereicht im zweiten Team, dann wäre das eine sichere Sache gewesen. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Und auf der anderen Seite, da ein kleines Pokémon taucht auf. Auf der anderen Seite natürlich hätte das Wetter nicht gewechselt und Lavados wäre geboostet gewesen. Und Despotar wäre weiterhin geboostet gewesen gegen Lavados, dann hätte man es vielleicht auch so geschafft mit Despotar und Geowatts einfach so rein, aber durch den Wetterwechsel war es dann erschwert, hätte man trotzdem geschafft, eben mit genügend Despotars, aber so, es musste alles schnell gehen, ich bin schnell rein mit den 6 Stück, hab dann nur ein Team erstellt, es war dann ganz knapp, ging sich nicht aus, aber ihr habt gesehen, es ist möglich, es wäre möglich gewesen und mit ein kleines bisschen anderer Vorüberlegung hätte man es auch geschafft. Habt ihr es auch mal probiert, habt ihr die Challenge angenommen, mal ein Lavados Solo zu machen? Schreibt's mal in die Kommentare, habt ihr es geschafft, habt ihr es nicht geschafft, kennt ihr jemanden, der ein Solo gemacht hat? Ist auf jeden Fall richtig spannend gewesen, aber leider wird es die Gelegenheit wohl nicht mehr geben. Tja, trotzdem wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns demnächst wieder, aber wollte euch das trotzdem mal zeigen, weil das wirklich ein Ausnahmefall war, was man eben nicht jeden Tag sieht. Und das nächste Pokémon taucht auf, deshalb sage ich schon mal Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ha, im Sack, Peace.